Er schreibt erstmal Yee. Wer? Johnny? Johnny XD2. Achso, nicht Johnny, der Johnny, sondern ein anderer, irrelevanter Johnny. Was? Sprichst du mit, wie sprichst du bitte mit meinen Zuschauern? Ja. Schäm dich. Sei denn, er kann auch verrückte Sachen machen. Dann appreciate ich ihn. Bestimmt kann er verrückte Sachen machen. Mach mal, mach mal! Los, mach was! Los, mach was. Mach mal was! Feli, der macht nichts. Jo. Zack. Wieso gibt es die Maschinen eigentlich, die Factories eigentlich nicht als Ultimate? Weil das zu ultimativ wäre. Ja, die sind gut. Ich mag die. Ich glaube, du willst kein Wasser mehr nehmen. Ja, du. So, worauf wollt ihr jetzt hinaus? Ach ja. Was soll ich denn machen? Irgendwas Interessantes. Ja. Stell dich nicht so an! Wären das schön. Das hinpacken können. So, ich hab jetzt Bricks. Lava Generator. Heat Generator. Das sieht das gut aus. Sieht scheiße aus. Will aber nicht mit dem Heat Generator Strom produzieren. Fertig. Gut. Dann habe ich die zumindest schon mal auf Inventar. Brauche ich nur noch Birkenholz. Hm. Passt du da vor der Tür? Mhm. Kobel. Eins. Und zwei. Hä? Kobelstone wurde geklaut. Aha. Aber weggepackt. Hä? Alter. Also noch mehr möchte ich nicht verlieren. Ich brauche meinen Kackkobbel wieder. Feli, ich glaube, dein Sohn ist wach. Das ist nicht mein Sohn. Was macht das Kind denn? Wieso ist das Kind am Keller so laut? Ich habe es doch extra zugemauert. Das Kind oder den Keller? Das Kind im Keller. Krass. Hätte ich aber genauso getan. Bei mir hätten die auch schon relativ früh die dritten. Ist? Was? So, siehst du wohl, ich habe einen weiteren Stack Birkenholz parat. Birke. Birke. Kennst du die Birke? Die gewöhnliche, Sandbirke? Gewöhnliche Birke. Solange du nicht mit Golden Oak anfängst. Mit was? Golden Oak. Golden Oak? Ja. So? Hässlich. Okay. Wie wär's denn dann mit, schwarze Pappel? Schwarzeiche ist gut, aber schwarze Pappel? Ne. Hm. Pappelapapp. Pappelapapp, okay. Pappelapapp. Wie geht's euch? Alles super. Und bei dir? Und bei euch? Mhm. Das war keine Antwort. Geht es gut. Ich habe eine Dis-WhatsApp-Nachricht gekriegt. Mit Joppe. Eine Dis-WhatsApp-Nachricht? Ja. Krank. Mhm. Ich habe jetzt ein Betriebshandy heute abgeben müssen und habe da eine App installiert gekriegt und eingestellt, mit der ich bald Tagesberichte in eine App schreiben muss, anstatt auf dem Zettel. So nervig. Ich soll zumindest erstmal austesten und dann sagen, ob das gut ist oder nicht und warum nicht.
Und unter meiner Entscheidung müssen dann alle anderen Mitarbeiter leiden. Also entscheide dich vernünftig. Also ich sage, die ist gut und kündige da. So hatte ich mir das eigentlich überlegt. Achso, das klingt... Das klingt mal... Das klingt ja nach einem Plan. Nach einem Plan, okay. Ein Plan, Mann. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mensch, Markus. 1, 2, 3, 4, 6. Wieso ist bei Extra Utilities eigentlich kein Angel Ring dabei? Weil der erst bei Multi. Dem Endgame-Stuff kommt. Ist er nicht in der Multi-Quest-Reihe? Irgendwo da so. Yep. Angel Ring, genau in der Mitte. Direkt vor den Avaricia-Werkzeugen. How of the Green Earth, Planet Eater, Nature Rain, Worldbreaker. Das war eigentlich so mein Tagesziel heute. Worldbreaker? Mhm. Warum Geschichte des Neubeginns? Weil das Ticket Reborn ist. Was ist die Geschichte? Gibt es da einen Plot irgendwie? Eine Lore? Ja, müssen wir uns doch. Eine Lore? Eine Lore. Eine Lore kann ich dir gerne geben, aber. Ja. Eine Geschichte müssen wir uns noch überlegen. Okay. Hätte man das im Vorhinein mal machen sollen. Hätte ich mal einen Brunnen gebaut. Mann! Wieso hast du es nicht getan? Weiß ich nicht, aber es wäre ja auch irgendwie langweilig. Das wäre ja dasselbe nochmal. Es ist schon wieder passiert. Johnny und ich, wir haben nie Plots gebraucht oder Geschichten oder sowas. Unser erstes Minecraft-LP, was existierte, aber jetzt nicht mehr auf dem Kanal ist, das war das Beste von allen. Das war noch lange vor Tacket. Da habe ich gerade angefangen, überhaupt Videos zu machen. Da haben wir Vanilla gespielt auf einem Server. Ich komme so auf Johnny zu. Johnny guckt mich an. Ich sag zu Johnny, wer bist du denn? Johnny dann so, keine Ahnung. Lass uns doch einfach anfangen. Und dann haben wir angefangen einfach zu spielen. Genau so läuft das ab. Ja. Und wieso machst du mir nach mit deinem Brunnen da hinten? Was? Kurz knapp vor deinem Haus steht ein Brunnen. Ja, weil der vorher gespawnt ist, den werde ich wahrscheinlich abreißen einfach. Gut. Du darfst nämlich keinen haben. Ich baue mir einen eigenen Brunnen, der wird viel schöner. Ich muss ja auch noch einen Failmaster-Schrein bauen. Wie mache ich das denn? Du wolltest seit 30 verschiedenen Serien einen Schrein bauen. Ja, stimmt. Wann war das erste Mal? Das erste Mal war im Tacket Light Plus. Ja, welches Tacket Light Plus? Es gibt viele. Das Richtige. Okay. Da hast du auch einen gebaut. Das kann sein. Also ich habe auf jeden Fall in dem Tacket, ich weiß ganz genau, ich habe in dem anderen Tacket Light Plus, wo ich diese Japano-Villa hatte, da habe ich einen gebaut. Genau. Da hast du mir diesen komischen Gong gebaut. Mhm, genau. Der Failmaster-Gong. Keine Bong, sondern ein Gong. Die Failmaster-Bong. Stell ich mir schön vor. Was? Eine Bong im LP? Das gab's noch nie, das gibt's jetzt. Aber das weiß ich, hast es gewesen. Danach wolltest du immer einen bauen, aber dann war irgendwie immer Projekt vorbei und du hast immer noch keinen gebaut. Na, stimmt, dann muss ich das jetzt wirklich mal machen. Bau da so eine Bong da hin. Das wäre doch voll der geile Schrein, also jetzt mal ehrlich. Wir können aber auch die Fail Nation Space Station bauen. Die kommt noch in Ausung. Und hier vielleicht. Okay. Ich banne ihn jetzt. Ich hoffe, das Haus ist fertig. So. Denn der nächste Gast, der wartet schon ganz sehnsüchtig. Bunny? Nee. Nix, Journey? Nee, tut er nicht. Na gut. Dann wartet er nicht, aber er kommt trotzdem dran. Wohl. Guten Morgen! Ah, ich bin aus dem Fenster gefallen. Wie fällt man denn aus dem Fenster? Es war zwar kein Fenster, aber pst. Aber pst. Okay.
komme ich da jetzt wieder hoch? Mach ich den da jetzt mal als Boden? Ich hatte jetzt Birkenholz. Was kann ich denn noch nehmen? Ich könnte noch Oakwood nehmen. Birke ist hässlich. Für dich vielleicht. Vielleicht in deinem Texture Pack. Es kann sein, dass in Sortex Birke nicht ganz so geil aussieht. Nicht nur im Texture Pack. Auch in der Realität. Nee, das ist richtig. In der Realität finde ich Birke auch nicht so schön. Akazienholz. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht im echten Leben, wie Akazienholz aussieht. Ich weiß nur, wie Robinienholz aussieht, aber ich glaube, dass das Holz an sich wird sich doch etwas unterscheiden. Wie der Pflanzenschubser weiß nicht, wie Akazie aussieht. Akazie gibt's hier nicht. Ja und? Dann baust du halt mal nicht heimische Blöcke an. Ich wollte letztens eine Feige pflanzen. Wer ist Feige? Na du. Das stimmt doch gar nicht. Doch, finde ich schon. Okay, dann ist es entschieden. Nichts ist entschieden. Ricola. Du bist hier das Opfer. Dun, dun, dun. Hier ist Aluminium im Boden. Was mache ich denn jetzt? Ich hätte doch einfach drüber bauen können. Dann hätte ich jahrelang sagen können, ich habe ein Haus auf Aluminium. Werft dem Purchen zu Proben. Hier ist ein Camion. Ein Camion. Ah, oui, oui. Oui, oui. Roman. VW. Ein Murphy. Murphy? Eddie Murphy? Murphy. Ein Murphy. Ein Murphy. Da kommt so ein Ding um die Ecke gerannt. Mäh. Und dann macht Kabum. Und dann brennst du wieder eine halbe Stunde. Ja, ich mag die. Ich brenne ja immer noch. Dann brenne ich. Hör auf zu brennen. So, dann hier nochmal eine Fackel hin und da nochmal eine Fackel hin, da nochmal eine Fackel und da nochmal eine Fackel. Deswegen beeile ich mich ja schon. Gut. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2. Ah, ich bin hingefallen. Nein, gibt es nicht. Es gibt keinen Weinminer, kein Orksgerät. Nein. Hört auf zu fragen. Hier ist ein Baphomir. Zwei Baphomirs. Nervigen Viecher. Baphomir, noch ein Bier. Ja, das können die. Er liegt ein toter Baphomir. Er schießt das mal. Naja, sobald die Magie beschworen haben, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Aber wenn er eine halbe Stunde schon da liegt. Das ist der Skill Ruf nach Vergeltung. Dann despawned. Erstmal in der Feuerkugel schießen. Ich kann das auch. Ich lefte vom Server und dann kommt nochmal so eine Feuerkugel. Der Trick an der ganzen Sache ist, Der Trick ist, ich habe ihn vergessen. Irgendwas war da. Weiß ich nicht. Repeater. Du drückst einen Knopf, dann leftest du und dann bumm. Und dann schuppidup blum blum. Wie du bap bap. Bap bap. Badadida. Wap bap. Welche hatte ich denn jetzt? Hatte ich Braid? Ich glaube, ich hatte Braid. Das weiß ich doch nicht. Ein bisschen Braid is never too late. Ein bisschen Braid muss sein. Und dann kam das Glück von ganz allein. Oh, das war wunderbar. Das war so wunderbar. Ja, wann kommt denn endlich mal dein Track, dein Diss-Track? Diss-Track gegen? Das ist eine echt Bio-Banane. Du gab's noch nie, es muss, es ist immer voll eine überfällig, oder nicht? Aber finde ich.
kommt so aus dem Nichts ein Diss-Track gegen Bio-Banane. Ja, ich würde sagen, das ist gar nicht richtig. Warum sagt denn schon wieder... Achso, deswegen. So. Dann guckst du der Bio, was er so in der Rechten hat. Und dann sieht er so einen Diss-Track gegen ihn. Und denkt sich auch nur so, was zum... Was will der? Was will der Schnurgeputzt dann? Ist das bei dir im Hintergrund? Zu Besuch? Ja? Ich werde hier ignoriert. Das finde ich nicht gut. Bin ich anwesend? Achso. Nein, das war nicht bei mir im Hintergrund. Achso. Glaube ich. Hätte ja sein können, dass du Besuch hast. Nein, ich habe keinen Besuch. Psst. Okay. Psst. Nicht du. Ich suche jetzt eine neue Nether-Festung. Was stimmt denn nicht mit der alten? Das spawnen keine Wither. Okay. Also das spawnen nur welche, aber so selten. Vielleicht liegt es an dir. Nein. Vielleicht liegt es an dir. Nein. Bier. Vielleicht liegt es an Bier. Muss einfach mit einer Flasche Bier in der Hand rumlaufen, dann kommen die alle von ganz alleine. Ich komme nur so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe auch gehört, das nächste Fan-Treffen ist bei der Sale in Bremerhaven. Nein. Und ihr werdet alle da sein. Dann machen wir nämlich ein Failmaster-Fan-Treffen. Nicht mal Failmaster, komm. Das Failmaster-Fail-Treffen, wollte ich gerade sagen. Oh, habe ich wohl verfailt. Ich habe erstmal schön mein Futter nach Hause geschickt. Vielleicht doch nicht die beste Idee gewesen. Naja, was macht das denn zu Hause? Chillen. Ja, es ist aber lange 8 Minuten weg. Ja, also irgendwie. Der muss heute sein Haus fertig kriegen. Nächsten Take gibt's nicht. Dann baue ich das zu Ende. Ich mach das! Das ist keine leere Drohung. So, woraus ist baue ich denn den Boden von dem nächsten Raum? Ich habe jetzt einmal einen Eichenboden und roten Teppich und das Ding und... Eichenboden. Ja, was mache ich denn jetzt mal noch für einen Boden? Was kann man denn noch aus Bricks machen? Parkettboden. Nee, das sieht scheiße aus. Wie wär's denn mit einem Vinylboden? Also Vinyl kannst du machen, aber dann bitte vernünftig. Ach, Parkett brauchst du nicht vernünftig machen, oder was? Ah ja, hab ich dich wieder durchschaut. Was ist das denn? Ich sagte Parkettboden, nicht Baguetteboden. Oh. Sauna fertig, Meister. Sie betrachten die Küche und stellen fest, Bolek hat die Rauffaser auf den Boden und den Laminat an die Wand geklebt. Aber trotzdem bist du vor den Deutschen fertig. Ja, das ist richtig. Die haben das so, die Reklamation sogar vor den Deutschen fertig, bevor die Deutschen überhaupt das erste Gewerk fertig haben. Weil währenddessen dreht sich der deutsche Handwerker nochmal um. Und dann fährt der deutsche Handwerker erstmal zur Tanke. Dann gibt es für jeden 3 Korn, 3 Bier, 3 Jägermeister. Der Arbeitstag kann beginnen. So eine Geschichte muss ich auch mal erzählen. Ja, ne? Ich bin Firma Pütz und so da verstopfte Siffer. Firma Pütz. Firma Pütz. So. Pütz dich doch selber mal. Nein. Hier sind auch keine Witter. Tada. Ich hau mir gleich einen Cleaver und dann gibt's aber hier ins Gesicht. Okay. Ich hab auch einen Cleaver. Ah! Kommt der denn hier? Cleaver weggeschmissen.
Ich höre doch einen Wildhausgeleiten. Komm mal her, Witti, Witti, Witti. Komm mal ran hier. Komm mal bei mich bei. Ceres Kupfer. Ich war schon auf dem Ceres und du so? Ja, gestern. Cool. Cool, cool. So, was könnte ich denn noch als Baumaterial nehmen? Verdammt nochmal. Ich überlege die ganze Zeit, was man nehmen könnte. Ich will keinen Steinboden. Der tut so weh. Das ist halt für eine Wohnung halt irgendwie doof. Ich habe keinen Kopf gekriegt. Mann, ich brauch doch jetzt bloß... Ich hab Schwämme. Ich hab 12 Schwämme. Ich nehme einfach einen Schwammboden. Mach einen Cobblestone-Boden, aber den Cobblestone, dann paintest du die Schwämme. Ah. Mit Paint. Nicht mit Photoshop? Nein, der sieht ja aus so wie Photoshop. Achso. Naja, also mit Cobblestone baue ich definitiv keinen Boden. Das ist doch doof. Muss doch noch irgendwas Schönes geben, Mann. Ich werde mich mal eben droppen. Komisch, ich bin nicht gestorben. Oh, wow. Du hast ja auch die Boots an. So, einen ganz kleinen Moment mal eben. Nein,